So, und weiter mit Nightwalker. Und ich nehme jetzt einfach mit dem Programm auf, die mir bisher auch immer zur Verfügung standen, nämlich das gute alte Snake It 7 und nicht mehr und nicht weniger. Es ist auch sehr viel komfortabler für mich. Ich kann auch hin und wieder auf Pause drücken und das nur in einem einzigen Programm. Ja, das ist super. Also, dann ist es mir auch egal, wenn ich. Wenn das Audio halt ein bisschen leiser ist, muss ich halt die Boxen ein bisschen lauter machen. Hey, scheiß drauf. Vielleicht wird es ja irgendwann mal besser. Vielleicht finde ich irgendwann eine Lösung. Aber hey, jetzt geht es erstmal weiter mit Nightwalker von Fuchsfell und Pingelman. Wer könnte jetzt der Mörder sein? Margrit? Achso, ja. Es war. Quodo kann es nicht sein. Siegbert kann es nicht sein. Es war natürlich Radulf. Wenn ich dich die Klappe esse und diese haltlosen Vorwürfe sein lasse, bringe ich dich um. Aha, überführt. Also typisch von dir, Radulf. Ständig bringst du Leute um. Hast du in einem solchen Anfall von Wut auch Reo erschlagen? Hast du ihn dafür hingerichtet, dass er ihn angeblich ein Verhältnis mit deiner Frau hatte? Nein. Wer soll dir das denn glauben? Bist du der Einzige, der übrig bleibt? Wenn du erst einmal betrunken bist, dann gibt es für dich kein Halt mehr und du wirst unkontrollierbar. Außerdem haben wir Beweise. Ja, wir haben deinen Speichel am Tatort gefunden und Fingerabdrücke. Haben wir irgendwas? Wir haben Beweise! Für seine Unschuld! Dann. Der hätte damit nur gerechnet. Ja, du hörst es, ne? Mich wundert es eigentlich, dass du jetzt hier stehen kannst. So betrunken, wie du warst. Pass auf, was du sagst, sonst werde ich noch zum Mörder. Etwa so, wie du Reo getötet hast. Das war der Beweis. Das war ein Geständnis. Das war ein Geständnis, spuchte die Nein. Der Knackpunkt jedenfalls ist, dass ich von mehreren Zeugen aus der Kneipe gehört habe, dass du sturzbetrunken warst. Du warst so betrunken, dass du in der Kneipe eingeschlafen bist, also könnte es nicht gewesen sein. Ja, yeah, das war genau das Argument, was ich auch vorgebracht habe. Woo, ich bin gut, ich könnte Detektiv werden oder, so wie Herlock, Romanautor. Mach dich nicht lächerlich. Ich bin ein echter Mann, im Gegensatz zu echten, euch Mem hier. Und ich werde nicht betrunken. Wie man dich irren kann? Ja. Danke, Großmütterchen. Halt die Klappe, das war Schreib. Oh! Ich finde die Frau cool. Der soll ruhig sein. Herlock, was soll ich denn nun machen? Keiner der Verdächtigen ist der wahre Mörder. Dann kann nur noch eine übrig sein. Jeder im Dorf. Und Herlock, du warst es. Oh, ja, ich war es. Ich war so neidisch auf seine Jugend. Wenn ich mit meinen Kriminalgeschichten nicht mehr weiter weiß. Dann lass mich einfach inspirieren. Zum Beispiel von Sherlock Holmes. Ich glaube, er sagte so viel wie, wenn man alles Unmögliche, nee, wenn man alle Möglichkeiten, die logisch sind, ausschließt, dann ist das, was übrig bleibt, das, was unlogisch ist, auch die Wahrheit. Oder so. Von anderen Autoren, so. Vielleicht würdest du es auch mal machen. Okay, ich werde jetzt einfach mal. Ich habe nicht so viele Bücher. Was habe ich denn? Ich habe ein paar Duden, ich habe ein HTML-Buch, ich habe Comics zeichnen leicht gemacht, Manga zeichnen leicht gemacht. Ich habe einen Roman von Jules Verne. Zu Hause in Berlin habe ich auch viel, viel mehr Romane von Jules Verne. Ich habe mir nur eins mitgenommen. Ja. Sonst habe ich nichts. Hey, was soll ich jetzt großartig lesen? Das von Jules Verne habe ich noch nicht mal durch. Die Kinder des Kapitän Grant. Gute Idee, ich werde einfach mal nachsehen, was die Stadtwache bisher so herausgefunden hat. Ich sollte lesen! Nicht reden! Oh, es ist schon tiefdunkel. Oh, die hübsche Lightmap. Oh, die hübsche Lightmap ist toll. Ah, ich will nur mal den Typen ärgern. Lass dich, Siegbert, nicht immer zum Schlafen ins Haus. Wunderschön, du nix gehen ins Haus. Das hat einfach keinen Sinn. Und ich kann. Hier ist eine Pflanze. Ich kann nicht rüber. Geil. Aber ich kann über Stöcker laufen. Aber nicht über Pilze. Okay, die Wachen. Genau, da werden wir jetzt Dingenskirchen befreien, denn Dingenskirchen braucht doch unsere Hilfe. Ist ja unschuldig. Wo war denn das? Ach Mann. Dingenskirchen?
Dingenskirchen. Nee, hier war das Tor. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist nichts. Wo war denn das? Hier ist es nicht. Ich glaube hier auch nicht, nein. Zugesperrt, obwohl ich eigentlich ein Gespräch hören kann. Oder ist doch hier? Nein. Ich habe eigentlich nicht das Bedürfnis, nochmal mit Rowena zu reden. Wieso? Die ist doch nett. Sie zeichnet. Sie malt. Ja. Mir ist sie sympathisch. Und hier? Nichts. Tatort. Halt! Niemand darf den Tatort betreten. Hier? Nein, Shana hat schon zugesperrt. Und einzubrechen, obwohl sie gerade daheim ist, ist sogar für mich zu dreist. Ja. Wahrscheinlich. Hier. Oh. Ich würde sagen, hier. So, jetzt muss ich die Wache noch in einem unachtsamen Moment erwischen, dann kann ich auch schon einbrechen. Im Büro des Offiziers sollte ich dann auch Antworten auf meine Fragen finden. Ablenken. Oh, sieh mal, ein rosa Elefant! Ich will rein. Der hat das nicht bemerkt. Hat wahrscheinlich gerade die Augen geschlossen, ne? Schließ die Augen, danke. Das war merkwürdig. Irgendwelche Bücher, die sich genau mit dem Strafrecht auseinandersetzen. Helm und anderes Rüstungszubehör. Helm und anderes Rüstungszubehör? Eine Rüstung. Die Rüstung sieht zwar schick aus, ist aber schon ziemlich veraltet. Außerdem fühle ich mich in den Dingen einfach nicht wohl. Außerdem macht das bei dem Einbrechen nicht viel Sinn. Achso, das ist ein Hängeschrank. Wollte schon sagen. Weil Rüstung klappern so. Beim Einbrechen. Nichts, was ich mitnehmen könnte. Nee, das war... Kissen sind zugenagelt. Ich vermute, dass dort nichts von Interesse drin ist. Hier? Diverse Wetzsteine und was man sonst noch benötigt, um seine Waffe auf Vordermann zu bringen. Okay, mal oben. Oh. Ich sollte lieber leise sein, sonst kann ich den Fremden gleich im Gefängnisgesellschaft leisten. Was? Wie konnte das passieren? Ich weiß nicht, Herr Hauptmann. Jemand muss ihm geholfen haben. Alleine kann er nicht geflohen sein. Werden Sie mich suchen, ich bin in meinem Büro. Jawohl, Herr Hauptmann. Er ist durch die Tür gegangen, er ist ein Vampir! Der Fremde konnte also entkommen, wem wohl geholfen haben mag. Ich muss einen Weg finden, an der Wache oben vorbeizukommen. Hier wird sich schon etwas Geeignetes finden. Okay, ganz MacGyver-mäßig irgendwas basteln. Ich speichere erstmal. Nicht, dass ich was Falsches zusammenbastel und versehentlich eine Atombombe aus einem Handschuh und einem Seil bastel. Okay, ich könnte doch einmal eine schwere Rüstung erhalten. Ah, super. Hättest du den passenden Helm dazu und niemand wird mich mehr erkennen. Ich bin so langsam, deswegen fühle ich mich noch nicht so wohl. Die Rüstung sieht zwar schick aus, aber ist schon ziemlich veraltet. Ja, aber es hat einen Helm. Es hat einen Helm. Ich will den Helm. Na gut, dann nehme ich halt hier die umhängen. Das ist auch gleich erledigt. Einmal schwerer Helm erhalten. Oh mein Gott. So, jetzt muss ich nur noch den Hauptmann irgendwie verscheuchen. Hey, das steht ihm. Klonk, 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 klonk. Klonk, 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 klonk. Hi, ich bin hier, die Ablöse. Ein neues Gesicht bei der Wache. Ja. Sehr schön, aber leider hast du hier keinen Zutritt, Kleiner. Schon okay, ich muss sowieso zu Herr Hauptmann. Muss ich eigentlich immer darauf anlegen, geschnappt zu werden? Wieso habe ich ihn überhaupt angesprochen? Ach so. Hätte ich gar nicht machen dürfen. Bücher, die in den Namen der Gefangenen niedergeschrieben sind. Meine sollte ich daran auch mehrmals finden. Oh, bin also wohl doch negativ bekannt. Hier nichts. Achso, ich kann doch einfach rein. Ich lese einfach mal alles durch. Finger weg von den Büchern, Soldat. Oh, tut mir leid. Sir. Was ist Ihr Anliegen, Soldat? Ich sollte Ihnen eine wichtige Nachricht überbringen, Herr Hauptmann. Machen Sie schon, ich habe nicht ewig Zeit. Die Wache auf der Stadtmauer hat den entflohenen Festum Richtung Norden... Was? Die Wache auf der Stadtmauer hat den entflohenen Festum Richtung Norden verlassen sehen. Ach so, jetzt verstehe ich den Satz. Sie warten jetzt auf weitere Befehle, Herr Hauptmann. Was? Das ist ja wohl die Höhe. Die werde ich mir mal vorknüpfen. Und sie warten auf weitere Befehle, obwohl sie ihn flüchten sehen. Gute Idee. Sehr schön, jetzt kann ich mich hier in Ruhe umsehen.
Aber in diesem bisschen sind alle Vergehen, die in Festum jemals begangen wurden, festgehalten. Ich habe sogar mein eigenes, yeah. Ist ein eigenes Buch? In diesem Büchern sind alle Vergehen, ja. Okay. Was haben wir denn hier? Die Akte über den Mord an Reo. Die werde ich dir jetzt mal genauer ansehen. Ah. Der Hauptmann wird eh nicht zurückkommen, nicht wahr? Ich glaube, ich habe doch das falsche Buch erwischt. In dieser Akte geht es um den Mord an Geron Dranos Bruder. Er hat in der einsamen Hütte vor Festum gelebt. Er ist noch gar nicht so lange her, da hat Dranos aus diesem Haus ausgezogen. Soweit ich mich erinnern kann, hat er Streit mit Geron und seiner Mutter. Ihr Vater ist schon lange verschwunden gewesen und ist vermutlich tot. Und dann starb auch noch Dranos Mutter 3 Tage bevor sein Bruder ermordet wurde. Das Schicksal meint es nicht gut mit ihm. Komm, ich will speichern, das Video ist gleich vorbei. Vielleicht stehen diese ganzen seltsamen Ereignisse mit dem Mord in Reo in Verbindung. Ich sollte unbedingt meine alte Hütte nachsehen, ob ich etwas Neues herausfinden kann. Schnell, ich muss speichern. Ja, es speichert automatisch. Ah, sehr gut, dann ist hier Schluss.